Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr in Roblox Studio, nein, nicht jetzt, Felix! Was soll denn das? Naja, wie ihr ein Nuke-All-Server-System in Roblox Studio erstellt. Ich wollte eigentlich einen Zauberstab machen, aber das hat sich ziemlich verzögert. Deswegen habe ich auf meine Liste geguckt und auf meiner Liste war dann wieder ein Kommentar von Skittle-RS. Er hat geschrieben, könntest du bitte ein Tutorial machen, wie man ein Raketen-Live-Event macht, wo eine Rakete in den Himmel geht und dann die Stadt explodiert. Und dann zeigt es ein GUI an. Hier gibt es jetzt keine Rakete, die nach oben fliegt. Ich mache dieses Tutorial ja jetzt sehr schnell als Zwischentutorial, weil ich einfach das Zauberstab-Tutorial nicht rechtzeitig geschafft habe. Dementsprechend simples Nuke-Server-System. Aber die Rakete kann man genauso einbauen. Wenn ihr wollt, kann ich euch das auch zeigen. Hier haben wir unten einen Nuke-Button. Wenn man raufklickt, dann kann man sich einen Nuke kaufen. Hier ist noch Skip Stage von einem anderen Tutorial. Und dann noch einen Nuke-All-Button, bei dem man dann auch ein Event kauft. Und dann werden alle Server genuked. Und ich zeige euch jetzt, wie ich das gemacht habe. So, hier ist der Conny aus dem Schnitt. Ich habe mal wieder verkackt, die Aufnahme richtig einzustellen. Dementsprechend seht ihr hier jetzt einen Screenshot, wie das da rechts aussieht. Und ich werde ab und zu auch Screenshots einblenden, weil es rechts und oben abgeschnitten ist. Weiter geht's. So, einerseits braucht man natürlich dieses GUI. Das habe ich jetzt ziemlich schnell hingekackt. Und ihr könnt das GUI genauso basteln, wie ihr wollt. Es ist an sich vollkommen egal. Was nur wichtig ist beim GUI, wir haben hier drin ein Nuke-Frame und ein Nuke-Notification-Text-Label. Das Text-Label könnte man auch in den Frame reinpacken und ein bisschen komplexer machen. Keine Ahnung, ist eigentlich vollkommen egal. Ich habe auf jeden Fall diesen Nuke-Frame. Das ist einfach nur ein ganz normaler Frame, der so groß ist wie der Bildschirm. Wichtig, dass ihr hier bei eurem Screen-GUI einstellt, Safe Area Compatibility muss auf Fullscreen Extension sein, damit es wirklich den kompletten Bildschirm abdeckt und nicht irgendwo irgendwelche Lücken übrig bleiben. Und bei dem Nuke-Frame müsst ihr die Größe, hier die Size, auf 1,0,1,0 packen. Position ist bei mir bei 0,5, aber auch nur, weil ich den Ankerpunkt bei 0,5 habe. Wenn ich bei dem Ding einfach mal die Background Transparency auf 0 packe, dann seht ihr, das deckt einfach den kompletten Bildschirm ab. Ich habe mich hier jetzt nicht für weiß entschieden, sondern für so eine Farbe, weil mich weiß ziemlich nervt. Des Weiteren habe ich die Background Transparency auf 1 gestellt, damit man das nicht die ganze Zeit sehen muss. Und die Nuke Notification ist einfach nur ein Text auf dem Bildschirm. Den könnt ihr auch wieder genauso stylen, wie ihr wollt. Wenn ich den auf Visible packe, seht ihr, hier steht Someone nuked the server. Einfach nur weiße Schrift, Fredoka One habe ich hier gewählt. Und da drin habe ich noch einen UI-Stroke, damit das so eine Outline bekommt. So, die Nuke-Notification, die packe ich jetzt auch wieder auf Visible False. Und das ist alles, was wir brauchen. Dann haben wir hier unten noch den Nuke-All-Button und den Nuke-Button. Die könnt ihr irgendwo hinpacken. Das ist vollkommen egal. Wenn ihr euren eigenen Shop habt, dann packt ihr die da rein. Es geht halt nur darum, dass man irgendwie die Developer-Products kaufen kann. Ihr könntet theoretisch auch irgendwo hier einen physischen Button hinpacken, den ihr dann drückt. Ist vollkommen egal. Könnt ihr implementieren, wie ihr wollt. Dann kommt das Local-Script, das sich nun um alles kümmert. Als erstes hole ich mir natürlich mal alle Services, die ich brauche. Und das sind Players, Twin Service, Marketplace Service und der Replicated Storage. Ich schreibe das so, ihr könnt die Variablen nennen, wie ihr wollt. Aber wichtig ist nur, dass ihr euch diese Services hier holt. Dann erstellen wir uns eine Twin-Info, die wir später beim Twin verwenden, weil der Nuke-Bildschirm, der soll natürlich so ein bisschen einfaden. In meinem Fall habe ich jetzt Info, ist gleich Twin-Info.new von 0,3 Sekunden. Easing Style Sinus, Easing Direction In. Ihr könnt das hier am Ende weglassen, weil das sieht man wahrscheinlich sowieso gar nicht, weil es so ein kurzer Treen ist. Aber ich habe es so eingestellt und dann noch zwei Treen Goals. Beim ersten Treen Goal setzen wir die Transparency auf 0. Das bedeutet, dass der Nuke Frame sichtbar wird, weil ihr erinnert euch ja, wir haben hier den Nuke Frame und die Transparency ist gerade auf 1 und die wird dann langsam auf 0 getreed, dass er halt den kompletten Bildschirm verdeckt. So. Und der zweite Treen, der setzt die Farbe dann auf schwarz. Die Background Color, wichtig. Dann brauchen wir ein Remote Event, das uns auch sagt, wann der Server genuked wird. Das wird vom Server erstellt. Hier im Local Script wird es einfach nur gegettet, indem wir sagen, yo, Nuke Event ist gleich Replicated Storage, Doppelpunkt Wait for Child, Nuke Event. Wir warten halt, bis wir im Replicated Storage dieses Nuke Event finden, dass der Server dort erstellt. Server Script machen wir später. Und nun holen wir uns noch den eigenen Spieler. Das kennt ihr auch. Spieler ist gleich Players.LocalPlayer, weil wir befinden uns in einem Local Script. Nun kommt das, wo ihr wahrscheinlich ein paar Fehler einbauen könntet, wenn ihr euer GUI nicht genauso strukturiert wie ich. Und zwar der Aufbau von dem GUI. Wir haben einmal den Nuke-Frame. Das ist script.parent-rate-for-child-nuke-frame, weil unser Script befindet sich bei mir in dem Screen-GUI. Und in dem Screen-GUI befindet sich der Nuke-Frame, der Nuke-All-Button, der Nuke-Button und die Nuke-Notification. Und genau die holen wir uns hier. Den Nuke-Frame, die Nuke-Notification, den Nuke-Button und die Nuke-All-Button. Dann habe ich hier noch die Stroke, weil ich ja in die Nuke-Notification eine UI-Stroke reingepackt habe. Und Roblox-GUIs sind doof.
Und man kann halt nicht einfach einen Text ausfaden und dann ist die Stroke automatisch mitgefadet. Man muss die Stroke mitfaden. Da gibt's eine andere Möglichkeit, die könnt ihr theoretisch auch machen, wenn ihr wollt. Ihr könntet einfach so eine Canvas Group erstellen. Und in diese Canvas Group könnt ihr dann den Nuke Notification reinpacken und dann könnt ihr die Group Transparency runterschrauben und dann würde das auch funktionieren. Ich habe aber, als ich das aufgebaut habe, nicht dran gedacht und ich hasse GUI und mache das nicht neu. Dementsprechend lasse ich das so, wie ich es jetzt habe. Ihr könnt es gerne direkt mit einer Canvas Group machen, die ist genau dafür gemacht. Aber so eine Canvas Group hat noch andere Probleme, die ich auch nicht leiden kann. So, nun brauchen wir eine Funktion, die die Kamera wackeln lässt, wenn dann der Server genuked wird, weil sonst wird die Immersion gar nicht richtig verkauft. Das mache ich ganz simpel. Eine Local Function nennen wir Camera Shake, dann den Humanoid, weil wir werden einfach den Camera Offset vom Humanoid bearbeiten. Das ist der einfachste Weg, die Kamera wackeln zu lassen, meiner Meinung nach. Und dann stellen wir noch den Speed ein. Das ist jetzt wie lange gewackelt werden soll. Also nicht wie schnell gewackelt werden soll, sondern wie lange. Ist vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt, aber werdet ihr schon sehen. Als erstes starten wir hier kurz einen kleinen Loop. While task.wait und Humanoid.parent do. Weil dieser Loop läuft nur, solange der Humanoid existiert und der Humanoid noch einen Parent hat. Weil heißt, wenn der Spieler tot ist, dann braucht die Kamera nicht mehr wackeln. Dann wird die Shake Intensity natürlich mit jeder Iteration erhöht. Das heißt, Shake Intensity plus ist gleich 0,1 geteilt durch Speed. Vielleicht hätte ich statt Speed Dauer nehmen sollen. Nehmen wir Dauer. Und Dauer passt, glaube ich, besser, ja. Dann warten wir noch einmal kurz. Und zwar warten die Shake Intensity mal 0,01, damit es halt nicht zu rapide wackelt. Theoretisch könnten wir den Task.Rate hier weglassen. Komm, wir lassen den auch. Und nun wird der Humanoid Camera Offset bearbeitet. Humanoid Camera Offset, und das ist immer ein Vector 3, also Vector 3.new. Das packe ich hier in verschiedene Zeilen, damit es ein bisschen leichter zu verstehen ist. Was wir hier haben, ist jetzt math.clamp. Math.clamp nimmt eine Zahl und wenn sie größer oder kleiner ist als die Zahlen, die wir danach mitliefern, wird es halt eingeschränkt. Dann math.random minus Shake Intensity mal 100 und dann Shake Intensity mal 100. Das heißt, wir kriegen jetzt eine zufällige Zahl im Bereich minus Shake Intensity mal 100 bis plus Shake Intensity mal 100. Das heißt, wenn die Shake Intensity bei 1 liegen sollte, dann kriegen wir eine zufällige Zahl zwischen minus 100 und 100. Und das rechnen wir dann wieder geteilt durch 100. Warum? Weil math.random nicht mit Kommazahlen rechnet. Und wir wollen schon Kommazahlen, sonst wackelt das erst gar nicht und dann zu abrupt. Und dann noch minus 3,3. Das ist für math.clamp, weil wir sagen, wir wollen einfach nicht, dass es stärker wackelt als 3 in jede Richtung. Und das machen wir dann halt dreimal für x, y und z. Und das wäre dann unser Shake. Das heißt, die Kamera fängt langsam an zu wackeln und wackelt dann immer schneller, bis sie halt dann irgendwann diese maximale Shake-Intensität erreicht hat, die bei 3 halt gecapped wird. Nun schreiben wir die Funktion, die gecallt wird, wenn wir genuked werden. Und hier ist dann Local Function Nuke. Dann einmal der Name von dem Spieler, der uns nuked, weil oben steht ja dann immer, wer uns genuked hat. Und dann all, ob alle Server genuked wurden oder ob nur unser Server genuked wurde. Kann man theoretisch weglassen, aber ist, glaube ich, ein bisschen hübscher. Wir holen uns als erstes den Character und den Humanoid. Heißt, Local Character ist gleich Spieler.Character. If not Character, then return end. Local Humanoid ist gleich Character find first child rich is a Humanoid und wenn kein Humanoid, dann return end. Heißt, wenn der Spieler noch nicht existiert, nicht lebt oder so, kann er auch nicht genuked werden. Dann hat er wohl Glück gehabt. So, dann setzen wir einmal unsere Nuke-Buttons auf inactive, weil wenn wir genuked werden, brauchen wir jetzt nicht noch eine Nuke kaufen, ist unnötig. Das sorgt nur dafür, dass diese Nukes sich gegenseitig überschneiden und das wollen wir nicht. Aber wir werden am Server auch dafür sorgen, dass sie sich nicht überschneiden können. Trotzdem einfach nur so zur Sicherheit. Das wäre nämlich sonst irgendwann zu viel. Und jetzt, wenn wir genuked werden, müssen wir natürlich dem Spieler mitteilen, dass er genuked wird. Und zwar, indem wir erstmal die Nuke Notification anpassen. Nuke Notification.text ist gleich Name, Punkt, Punkt. Und jetzt if all, then nuked all servers und else nuked the server. Ihr könnt ja auch hinten schreiben, hat alle Server genuked oder hat diesen Server genuked. Ich habe es jetzt auf Englisch gemacht, damit es allgemein bleibt. Der sagt jetzt einfach nur, wenn alle Server, also wenn all gleich true ist oder existiert halt, dann wurden alle Server genuked und dann wird das da stehen. Und wenn nicht alle Server genuked wurden, steht da auch nur, wurde dieser Server genuked. Ich hoffe, ihr habt das so verstanden. Als nächstes wollen wir das auch ein bisschen einfaden. Das heißt, wir packen die Text Transparency von der Nuke Notification auf 1. Und dasselbe machen wir auch mit der Stroke, weil ich habe ja hier in der Nuke Notification eine UI Stroke und da packen wir auch die Transparency dann auf 1, damit es beides unsichtbar ist. Dann setzen wir die Nuke Notification auf Visible, damit sie sichtbar ist. Aber sie ist halt immer noch unsichtbar, weil sie ist komplett transparent. Und dann tweeten wir den Spaß, weil wir haben hier oben den Tween-Service geholt. Und so machen wir jetzt einen Inline-Tween, der sofort gestartet wird. Und zwar indem wir schreiben Tween-Doppelpunkt-Create. Dadurch erstellen wir einen Tween.
Dann sagen wir, die Nuke Notification soll getrained werden. Dann erstellen wir eine neue Train-Info. Train-Info.new3, weil es soll 3 Sekunden dauern, bis es eingefadet wurde langsam. Und dann sagen wir noch, was getrained werden soll. Dafür machen wir in geschwungenen Klammern ein Table, in dem steht, was geändert werden soll. Und davor können wir hier oben Text Transparency kopieren. Ist gleich 0. Und wenn wir wollen, dass der Train direkt abgespielt wird, schreiben wir hier hinter noch Doppelpunkt Play. Und dasselbe machen wir jetzt auch noch mit der Stroke, nur dass wir da dann halt die Stroke auswählen und die Transparency. So. Jetzt haben wir Train Create, Stroke, Train Info New, Transparency gleich 0 Play. Und damit wird der Spaß dann eingefadet. Ich gehe jetzt mal hier oben hin und werde das Nuke-Event einmal kurz auskommentieren mit 2 Strichen, damit nicht darauf gewartet wird. Und dann testen wir einmal, ob das funktioniert. Wenn wir jetzt einfach sagen, task.wait 5 Sekunden und dann nuken wir einfach mal uns selbst. Also sagen wir, oder keine Ahnung, ich. Und dann sagen wir True, weil ich habe all servers genuked. So, wir gehen jetzt hier einmal rein. Dann spawnen wir. Wir sind hier drin. Und nach 5 Sekunden sollte dann hier oben gleich der Text einfliegen. Nuked all servers. Das hat schon mal funktioniert. Ich nuked all servers. Dasselbe könnt ihr dann auch nochmal testen mit false. Weil dann müsste dann stehen nuked the server. Machen wir auch einmal einen Test. So, und dann steht hier ich nuked the server. Hat funktioniert. Gut, das hier können wir wieder wegmachen. Und das hier können wir auf true packen. Perfekt. Als nächstes wollen wir den Kamerashake machen. Dafür legen wir erstmal einen Speed fest oder eine Dauer haben wir es jetzt genannt. Also local Dauer ist gleich math.random 5,15. Das heißt, es dauert entweder 5 Sekunden oder 15 Sekunden, bis die Atombombe einschlägt und in dieser Zeit wackelt halt der Bildschirm und so. Das ist die Dauer jetzt, bis wir sterben. Damit es immer so ein bisschen anders ist. Dann sagen wir coroutine.rap, damit wir in einer neuen Coroutine den Kamerashake ausführen. Kamerashake und dann hier hinter nochmal in Klammern den Humanoid und die Dauer. Und jetzt sagen wir noch einmal task.wait Dauer. Und jetzt können wir hier einmal hinschreiben print nuked. Weil hier kommt jetzt noch das Ende hin, wo wir am Ende genuked werden. Um am Ende genuked zu werden, müssen wir natürlich dem Humanoid Schaden geben. Das heißt, das können wir jetzt hier einmal schon hinschreiben. Humanoid Doppelpunkt Tech Damage Math.huge, damit man auf jeden Fall stirbt. Math.huge bedeutet unendlich viel Schaden. Wir testen das jetzt noch einmal aus. Komm, Task.wait 5 Sekunden, Nuke. Und schreiben wir hier, Conny hat diesmal den alle Server genuked. Ich mache hier oben natürlich wieder das Remote Event ausgeklammert, weil es wartet ja auf etwas, was noch nicht existiert. Und dann testen wir nochmal aus, ob das jetzt auch mit dem Kamerashake funktioniert. Und wenn ja, dann haben wir eigentlich schon fast alles auf der Client-Seite fertig. Nuke the Server und ihr seht, es wackelt und wackelt und wackelt immer intensiver. Und wenn es dann fertig gewackelt hat, dann... Oh, es wackelt gerade ziemlich lange, aber es wird auch immer intensiver. Jetzt, 15 Sekunden waren es, glaube ich sogar. Bin ich gestorben und unten in der Konsole steht nuked. Perfekt. Und es passiert übrigens jetzt die ganze Zeit im Loop, weil das ist ein Local Script, das mich jetzt immer wieder nach 5 Sekunden nuked. Und ich bin wieder gestorben. Das kann man so machen, aber bei einer Nuke wollen wir ja wenigstens, dass irgendwie noch was aufploppt, blitzt oder sonst was. Und dafür haben wir hier den Nuke Frame. Und den müssen wir jetzt erstmal einfaden. Und dafür bereiten wir den Nuke Frame erstmal vor. Wir nehmen mal hier das Nuke weg und schreiben dann Nuke Frame.transparency ist gleich 1. Ihr könntet das natürlich einfach so in einem Nuke Frame ganz normal einstellen, aber müsst ihr nicht. Theoretisch müsstet ihr auch schreiben Background Transparency, aber das funktioniert mit Transparency genauso aus historischen Gründen. Aber Background Transparency wäre eigentlich der richtige Way to go in diesem Fall. Dann natürlich noch der NukeFrame.BackgroundColor3 ist gleich Color3.FromRGB. Und dann habe ich hier wieder diese helle Farbe ausgewählt, die halt nah ans Weiß rangeht. Ihr könnt eine andere Farbe nehmen, aber das ist halt die Farbe, die als erstes aufblitzt. Und danach wird es halt nochmal schwarz gemacht, weil wir haben hier oben ja ausgewählt, dass die Background Color dann zu schwarz gehen soll. Dann ganz wichtig, NukeFrame.ZIndex ist gleich, sagen wir mal, 9999. Der Z-Index beschreibt, welches GUI-Element welche anderen Elemente überdeckt. Das bedeutet, wir packen den Z-Index hier auf 9999, weil das Ding alles andere überdecken soll. Oh, das habe ich auch ganz vergessen. Ihr solltet hier beim Screen-GUI auf jeden Fall auswählen, dass das Z-Index-Behavior auch auf Global steht, damit das dann auch für andere GUIs funktioniert und die Nuke auch wirklich die anderen GUIs überdeckt. Und natürlich den NukeFrame.visible auf True setzen. Wir haben hier die Transparency auf 1, das heißt, das ist immer noch nicht zu sehen. Aber wir werden es gleich reintreen. Dafür erstellen wir uns erstmal den ersten Train mit dem kreativen Namen. Train 1 ist gleich Train.create. Den NukeFrame wollen wir treen. Dann nehmen wir die Info, die wir hier oben schon vorbereitet haben, und unser Train Goal 1, welches die Transparency auf 0 packt. Das heißt, das Ding wird dann sichtbar. Und zwar in 0,3 Sekunden, weil wir es hier in der Train-Info oben eingestellt haben. Und dann noch den zweiten Train. Den nennen wir Train 2. Wieder der Nuke-Frame, wieder die Info. Aber diesmal Train Goal 2. Diesmal soll die Farbe in schwarz übergehen. Und wir lassen jetzt Train 1 abspielen, indem wir schreiben Train 1 Doppelpunkt Play. Dann warten wir einmal. Task.wait
Und jetzt können wir sowas sagen wie 0,27 Sekunden statt 0,3, damit der zweite Train schon mal abgespielt wird, kurz bevor der erste Train fertig ist. Ihr könnt auch 2,5 nehmen oder so, ist vollkommen egal. Es ist ja alles nur visuell. Jetzt haben wir gewartet und es könnte ja theoretisch sein, dass der Spieler das Spiel verlassen hat, sich selbst umgebracht hat oder sonst was. Deswegen checken wir noch einmal gegen. If not human or not humanoid. Parent, then return end. Aber falls sie noch existieren, dann sagen wir jetzt, was wir vorhin schon gesagt haben, und zwar humanoid Doppelpunkt take damage und dann math.huge für unendlich viel Schaden. Und als letztes wird Train 2 abgespielt, weil sobald der Spieler tot ist, sieht er nur noch schwarz. Das wär's doch. Jetzt haben wir unsere Nuke-Funktion an sich fertig. Wir müssen jetzt nur noch aufsetzen, dass wir auch wirklich genuked werden können. Wir machen jetzt noch einmal einen Test. Diesmal ist es nicht Conny, der uns nuked, sondern diesmal ist es Harald, der nicht alle Server nuked, sondern nur diesen Server nuked. Und dann gucken wir mal, wie es sich anfühlt, von Harald genuked zu werden. Gehen wir wieder rein, um zu testen, genießen unser Leben. Und auf einmal Harald nuked the Server. Die Kamera fängt an zu wackeln. Wunderschön. Sie wackelt immer intensiver. Diesmal wackelt schon wieder ziemlich lange, aber... Und... Wir wurden genuked. Hat funktioniert. Ihr könntet jetzt theoretisch noch Soundeffekte einspielen. Irgendwie so ein Alarm, eine Sirene, eine Explosion. Aber das ist alles euch überlassen. Dafür könnt ihr einfach hier Sounds ins GUI hinzufügen, dann Sound-Doppelpunkt-Play und dann werden die abgespielt. Könnt ihr alles machen. Wenn ihr ein Tutorial wollt, in dem ich ausführlicher eingehe und das Ding cooler mache und dann vielleicht auch eine Rakete wirklich irgendwo fliegen lasse, könnt ihr das sagen. Aber das sollte ja erstmal reichen. Es geht ja darum, dass ihr das Grundprinzip versteht. Jetzt brauchen wir noch eine Funktion für den Fall, dass der Server genuked wird, aber ihr nicht genuked werdet. Also schreiben wir einmal local function not nuked. Theoretisch müsste man gar nichts machen, aber ihr wollt ja irgendwo auch sehen, wenn ihr den Server selber nuked, dass er den Server auch genuked hat und dass es funktioniert hat. Dementsprechend passen wir dafür den Text noch einmal kurz an. Genauso wie wir es hier oben gemacht haben, könnt ihr euch hier oben eigentlich kopieren und dann anpassen. Und dann sieht das so aus, nuke-notification.text, this server gets nuked, but you will be spared. Wird gerade genuked, aber du wirst verschont. Nuke-notification-text-transparency ist gleich 1, stroke-transparency ist gleich 1, visible ist gleich true und dann wieder die trains. Und am Ende wollen wir natürlich, dass das auch wieder weggeht, wenn ihr den Server genuked habt. Deswegen schreiben wir hier einmal task.rate 5. NukeNotification.visible ist gleich false und dann wurden wir nicht genuked. Jetzt noch zwei Kleinigkeiten. Einerseits werden wir hier das Remote Event wieder reinholen, weil jetzt werden wir das Remote Event einmal connecten. Wir schreiben hier unten jetzt NukeEvent.onClientEvent Doppelpunkt Connect Function und jetzt schreiben wir hier eine kleine Funktion rein, die passiert, wenn dieser Server genuked wird. Und da kriegen wir folgende Infos. Einerseits Username ist ein String, also der Name des Spielers, der alle nuked und all was ein Boolean ist. Jetzt checken wir einmal, if username ist gleich Spielername, then not nuked und return, dann werden wir nicht genuked, weil wir ja selbst genuked haben. Und dann sagen wir noch nuke und dann hier einmal username, all wird einfach so übertragen, wie es ist. Und damit haben wir es getan. Wenn der Server uns jetzt nuked, werden wir auch genuked, aber wir wollen auch die Möglichkeit haben, uns selbst zu nuken und das machen wir auch ganz einfach. Wir haben ja die Nuke-Buttons hier oben gegettet und die werden wir jetzt noch einmal kurz connecten. An den Marketplace-Service. Das sieht dann wie folgt aus. NukeButton.activated Connect Function MPS Prompt Product Purchase Spieler und dann die ID von dem Developer-Product, das ihr verkaufen wollt, um den Server zu nuken. Um so ein Developer-Product zu erstellen, geht ihr einfach auf Home, dann auf Game Settings, dann auf Monetization, dann nach hier unten und dann könnt ihr hier unten auf Create drücken oder halt schon die vorhandenen bearbeiten. Zum Beispiel das hier können wir bearbeiten zu 150 und das nennen wir dann Nuke Server. So, dann gehen wir einmal zurück. Gehen noch auf Skip to End, gehen auf Edit und den nennen wir dann Nuke All Servers. Und das wird dann ziemlich teuer, weil das kostet auch Ressourcen. Dementsprechend kostet das dann 4500 Robux. Wenn ich so überlege, sollte Nuke Server auch ein bisschen teurer werden, dann vielleicht 500 Robux. Speichern und die IDs bekommt ihr übrigens, indem ihr hier auf die drei Punkte geht und dann Copy ID to Clipboard. Und dann könnt ihr die ID hier einfach reinpasten. Um alles weitere kümmert sich der Server. Und wenn ihr diese Nuke All Button und Nuke Button irgendwo anders habt, dann packt ihr diese Funktionen auch einfach irgendwo anders hin. Das ist vollkommen egal. Ihr könnt die in einem ganz anderen Script machen. Ihr könnt die in einem anderen GUI machen. Ihr könnt das machen, wo ihr wollt. Hauptsache, der Spieler kriegt halt diesen Prompt Purchase Dings und kann dann entscheiden, ob er es kaufen will oder nicht. Nun kommt das Nuke Script auf dem Server und das ist auch gar nicht mal so viel. Als erstes holen wir uns natürlich wieder die Services, die wir brauchen und das sind in dem Fall dann Players, Message Service, Marketplace Service und Replicated Storage. Der Messaging Service ist dafür da, dass wir alle Server nuken können. Marketplace Service für den Kauf, Bearbeitung, Replicated Storage für das Event, Players für die Players und ich benutze für einen Debounce dann auch die Conny Library. Ihr könnt den Debounce schreiben, wie ihr wollt.
aber ich benutze immer die Conny Library für Debounces. Also require ich die hier auch und das ist dann die 90299917264. Ich kopiere mir das eigentlich hier immer aus meinem Plugin raus. Conny Library kann ich rauskopieren, ID rauskopieren, reinkopieren, easy. Jetzt speichern wir uns einmal die Product IDs für die Developer Products, die ihr gerade eben erstellt habt. Also einmal die Nuke Product ID ist die hier, die Nuke All Product ID ist die hier. Bei euch müsst ihr dann natürlich eure IDs hier reinschreiben, ist klar. Und dann erstellen wir das Nuke Event, indem wir schreiben Nuke Event ist gleich instance.new remote event. NukeEvent.name ist gleich NukeEvent und NukeEvent.parent ist gleich Replicated Storage. Und dann hat der Client auch wieder kein Problem damit, das NukeEvent zu finden. Wichtig, falls ihr hier im Client-Script das NukeEvent noch auskommentiert habt, kommentiert es wieder rein, weil sonst funktioniert euer Client-Script nicht. Nicht vergessen. Und jetzt schreiben wir eine Funktion, die den ganzen Server nuket. So, die Funktion ist ziemlich einfach. Die heißt NukeServer. Die nimmt den Namen des Spielers und wieder, ob alles Spieler genuket werden soll. Und als erstes haben wir hier einen Debounce, weil wenn der Server schon genuket wird, kann er nicht nochmal genuket werden. Sonst überschneidet sich das. Dann ist vielleicht ein Spieler traurig, der gerade Robux dafür ausgegeben hat. Das heißt, die Nukes, die werden dann hintereinander gescheduled in 20 Sekunden Abständen voneinander. Das heißt, if not Conny Library Gatekeeper Nuke Server 20, then 20 Sekunden warten und nochmal neu den Server nuken. Und das wird dann halt so oft wiederholt, bis der Server innerhalb der letzten 20 Sekunden nicht genuked wurde. Und dann sollte es auch gehen. Dann haben wir noch Nuke Event, Fire All Clients, Name und dann alle All oder False. Falls All hier nicht geliefert wurde, habe ich ja einfach False reingeschrieben, damit wir nicht jedes Mal True und False schreiben müssen. Und das feuert dann das Nuke-Event ab und sagt dann allen Spielern, dass der Server jetzt genuked wird von diesem Spieler und ob gerade alle Server genuked werden oder nicht alle Server, sondern nur dieser Server genuked wurde. Dann müssen wir natürlich noch herausfinden, wird dieser Server gerade genuked? Und dafür ist der Messaging-Service da und mit dem können wir Nachrichten abonnieren. Das sieht dann so aus. Message, subscribe, async, nuke all servers. Also wenn wir eine Nachricht empfangen mit dem Titel nuke all servers, dann wird die Funktion nuke all server empfangen ausgeführt. Und nuke all server empfangen, die schreiben wir jetzt auch einmal, die könnte man theoretisch auch hier reinschreiben, aber ich mache es in eine separate Funktion. Die sieht dann so aus, local function nuke all server empfangen, da empfangen wir eine Nachricht, die ist in Form eines Tables und der Table enthält immer einen Index namens data und einen Index namens time. Time ist für uns vollkommen egal, weil uns ist nur wichtig, was drin steht und drin steht, welcher Spieler diesen Server jetzt genuked hat. Also sagen wir local name ist gleich if message and message data then message data else unknown. Für den Fall, dass irgendwie die Nachricht falsch übermittelt wurde, steht dann hier unknown hat alle Server genuked. Wir können unknown groß schreiben, ist glaube ich besser. Und dann sagen wir nuke server, name und true, weil wir haben diese Nachricht gerade empfangen von irgendeinem anderen Server. Und als nächstes müssen wir nur noch darauf hören, ob sich denn ein Spieler jetzt diese Product IDs kauft. Dafür legen wir Process Receipt fest. Und Process Receipt ist eine heikle Sache, weil Process Receipt könnt ihr nur einmal in eurem Spiel an irgendeiner Stelle festlegen. Das heißt, wenn ihr irgendwo schon Process Receipt festgelegt habt, dann müsst ihr das jetzt so integrieren, wie ich es euch zeige. Ansonsten könnt ihr es halt einfach abschreiben. Und zwar Marketplace Process Receipt ist gleich Function und die hat dann immer eine Receipt-Info. Process Receipt wird immer dann gecallt, wenn ein Developer-Product gerade gekauft und bearbeitet wurde. Und ihr müsst dann Roblox natürlich zurückberichten, ob das funktioniert hat mit dem Kauf oder ob der Kauf nicht funktioniert hat. Als erstes holen wir uns den Spieler, der etwas gekauft hat. Und das machen wir durch Spieler ist gleich Players. Dafür haben wir den Service Players. GetPlayer bei User-ID. Und dann bin ich glaube ich bescheuert, dass ich da meine User-ID eingetragen habe. Natürlich die Receipt-Info.PlayerID. Keine Ahnung, warum ich da gerade meine eigene ID drin hatte, aber na gut. Manchmal macht man halt solche dummen Fehler und das fällt einem viel zu spät auf. Dann checken wir natürlich, ob der Spieler gefunden wurde oder nicht. Also sagen wir, if not Spieler, then return. Und wir können nicht end return, sondern enum. Punkt. Product purchase decision steht hier schon. Punkt. Not processed yet. Damit sagen wir Roblox, yo, es hat irgendwie nicht funktioniert, dem Spieler das Produkt zu geben und Roblox wird das dann beim nächsten Mal nochmal neu versuchen. Und diese Funktion wird nochmal neu gecallt. Das ist ganz wichtig, weil wenn ein Spieler bei euch etwas kauft und es nicht bekommt, dann seid ihr angearscht. Macht das bitte immer so. Jetzt checken wir natürlich die Receipt-Info-Product-ID ab, also if Receipt-Info.Product-ID ist gleich Nuke Product ID, then Nuke Server Spieler.name. Also, wenn die Nuke Product ID gekauft wurde, dann wird der Server genuked. Jetzt sagen wir noch else if receiptinfo.product ID ist gleich Nuke All Product ID, then
Und jetzt müssen wir eine Nachricht an alle anderen Server rausschicken. Und deswegen machen wir das auch so teuer, damit das nicht zu häufig passiert, weil das dürft ihr natürlich nur beschränkt oft machen. Message, publish async mit dem Topic Nuke All Servers und dann den Spielernamen. Und das ist es dann. Wichtig ist, dass hier Nuke All Servers das gleiche ist wie hier euer Nuke All Servers. Ihr könnt diese beiden Strings anders benennen, aber sie müssen halt genauso heißen wie hier. Und dann wird halt an jeden Server, einschließlich diesem Server, hier die Nachricht geschickt, dass alle Server genuked werden. Und zwar mit dem Inhalt Spieler.name. Das heißt, wir wissen dann, Spieler.name haben wir hier ja. Holen wir uns aus Message.data ist dann Spieler.name. Das wird dann in den Namen reingepackt und dann steht hier dann halt, dass Spieler.name alle Server genuked hat. Verstanden? Nein? Dann kann ich dir auch nicht helfen. Falls ihr jetzt denkt, ihr könntet hiermit super cool Systeme basteln, die auf allen Servern die ganze Zeit irgendwelche Live-Chats veröffentlichen. Schwierig, weil ihr dürft nicht zu viele von diesen Nachrichten rausschicken. Es gibt aber Spiele, die benutzen das, zum Beispiel Please Donate, kennt man ja auch, hat so einen Live-Feed von Donations. Größere Donations werden da immer im Live-Feed angezeigt und man muss dann sich halt ein System schreiben, das dafür sorgt, dass man nicht zu viele Nachrichten auf einmal rausschickt. Und dann ist das an sich schon alles in Ordnung mit dem Messaging-Service. Ich glaube, man darf so 100 Nachrichten pro Minute, pro Server, pro Spieler, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas in diese Richtung. Auf jeden Fall darf man es nicht exceeden. Und als letztes müssen wir natürlich noch sagen, else, falls die Product-ID gar nicht bekannt ist, dann sollten wir am besten erstmal einen Warn rausgeben. Product-ID nicht bekannt, Received Info Product-ID, dann steht es schon mal in der Konsole, dass wir für diese Product-ID nichts haben. Und dann returnen wir ihnen .productPurchaseDecision not processed yet, weil dann habt ihr irgendwo einen Fehler. Dann habt ihr irgendein Produkt verkauft, aber dafür nichts hier reingeschrieben, was ihr dem Spieler zurückgebt. Heißt, wenn ihr im selben Spiel noch Donations verkauft, dann müsst ihr natürlich für jede einzelne Donation-ID hier reinschreiben, yo, danke für die Donation oder was ihr auch immer für einen Code ausführt, wenn jemand donatet. Oder wenn ihr Eier verkauft, irgendwelche Exclusive Eggs, keine Ahnung, was ihr sonst noch so verkaufen könntet. Es muss alles in dieser Process-Received-Funktion drinstehen. Ihr könnt nur eine große Process-Received-Funktion für euer gesamtes Spiel haben. Und die muss dann alle Developer-Products abdecken. Wenn ihr noch an einer anderen Stelle Process Received überschreibt, ganz kritisch, macht das nicht. So, jetzt haben wir aber alle Fälle abgedeckt. Das heißt, auf jeden Fall wurde das Produkt, das gekauft wurde, dem Spieler gegeben, und zwar Nuke Server. Oder ist es nicht bekannt, dann wurde dem Server zurückgesagt, dass es noch nicht processed ist. Und am Ende returnen wir, ganz wichtig, auch wieder enum.productProcessDecisionPurchaseGranted. Um dem Server zu sagen, es hat funktioniert, der Spieler hat bekommen, wofür er bezahlt hat. Und dann ist alles gut. Das müsst ihr aber auch unbedingt ans Ende schreiben. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein bisschen verstanden, was Process Received ist. Schreibt es mir mal in die Kommentare, falls ihr es verstanden habt. Und auch falls ihr es nicht verstanden habt, dass ich das so ein bisschen einschätzen kann. Ich würde diesen Server empfangen, was auch immer, Nachrichten mal hier oben hinschreiben. Weil ich habe Funktionen immer gerne hier, Connections immer gerne unten, einfach nur der Übersichtlichkeit halber. Und dann wäre es das auch schon. Wenn ich mich jetzt nicht irre, sollte das funktionieren. Wir können jetzt noch einmal reingehen, um zu testen. Wir gehen auf Play, dann sind wir im Spiel drin. Ich klicke einmal auf Nuke. Dann kommt hier, would you like to buy Nuke Server? Hier steht, this is a test purchase, your account will not be charged. Das bedeutet, ich gebe jetzt nicht wirklich 500 Robux aus, weil ich das in Roblox Studio mache. Machen wir einmal und dann steht hier, this server gets nuked, but you will be spared. Ich bleibe verschont, aber alle anderen Spieler werden genuked. Das können wir natürlich jetzt auch einmal testen, indem wir oben auf Test gehen. Local Server, 2 Players und dann auf Start. Und es dann einfach mal mit 2 Spielern testen. Was ihr nicht testen könnt, ist, ob das dann auch auf anderen Servern funktioniert. Weil dieses Message-System, wenn ihr es in Roblox Studio macht, könnt ihr keine Messages nach außen schicken. Und ihr könnt auch keine Messages von anderen Servern empfangen. So, wir haben hier erstmal Player 1. Ich würde sagen, den machen wir mal hier hin. Und dann machen wir den Spieler mal hier hin. So, dann könnt ihr beides sehen, so halbwegs. Und wir sagen jetzt einfach mal, ich bin Player 2. Und Player 2 sagt jetzt Nuke. Und dann kauft er sich Nuke Server. So, und jetzt steht hier Player 2, Nuke the Server. Oh nein! Nein! Nein, bitte nicht! Bitte, warum tust du das? Ja, das passiert ja gar nichts. Ja, dann ist er in Ordnung. Dann gehe ich einfach mal wieder meines Weges. Hat funktioniert. Und jetzt kann er sich denken, so als Rache nuke ich alle Server. Would you like to buy nuke all servers? Yo, 4500 Robux habe ich in der Tasche. Und nein, er hat alle Server genuked. Es funktioniert. Ihr seht, es funktioniert. Ich kann euch jetzt leider nicht vorführen, wie es auf allen Servern dann funktioniert. Weil dafür müsste ich wirklich 2 Server öffnen, auf einem Server kaufen. Oder zumindest das System so umschreiben, dass wir es einmal kostenlos machen, dann einfach mal zeigen. Aber es funktioniert, das könnt ihr mir glauben. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Download wie immer für Kanalmitglieder Tier 2 oder höher in der Videobeschreibung verlinkt. Bis denne, Antenne!